Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Ja, heute ist das Mikrofon an, ich habe mich extra vergewissert. Achtet bitte nicht auf meine Hände, die sind etwas geschunden noch vom Umbau. Apropos Umbau, wir haben im Moment einen kleinen Baustopp. Wir wollten gestern Abend anfangen, das Licht zu installieren. Aber das klappte nicht so ganz, weil irgendwie kein Licht auf dem Kabel ist oder kein Strom auf dem Kabel. Elektriker, ich sag's euch. Jedenfalls, der Tag gestern endete schon nicht so prickelnd. Heute Morgen begann er damit, dass mein Mann, kaum dass er sich eine halbe Stunde von mir verabschiedet hatte, mich anrief. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn er mich gleich anruft, wenn er aus dem Haus ist. War es auch nicht. Unfall. Er, der Radfahrer, das andere war ein Auto. Radfahrer haben keine Knautschzone. Es ist, Gott sei Dank, hat sich herausgestellt, dass es nicht so schlimm ist, aber er ist jetzt noch im Krankenhaus. Ich traue mich irgendwie nicht nach Hause, weil da wartet ja niemand auf mich. Also habe ich gedacht, drehe ich nochmal ein Video. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn für euch? Und ich habe eine Schuld einzulösen. Asche auf mein ergrautes Haupt. Als ich jetzt mein Bastelzimmer ausgeräumt habe, fielen mir diese beiden Schachteln in die Hand und ich habe gedacht, Moment mal, da war ja was mit. Die wollte ich euch ja schon längst gezeigt haben, wie ich die gemacht habe. Also wird das der Inhalt des heutigen Videos, allerdings ein bisschen abgeänderten Design. Ich zeige euch nochmal ein anderes Design. Also hier mal ganz kurz, ne? Das muss ich euch erklären. Ein Stempelset, was ich total gerne mag, gut gewappnet. Oh, es blendet ein bisschen so. Gut gewappnet. Ich mag diesen Vogelkäfig und das ist auch diese gestreifte, dieses gestreifte Wappen ist auch wirklich toll, weil man ein kleiner Gruß oder Hurra, du bist da. Man kann da wirklich schön mitarbeiten. Passend dazu gibt es ja die beiden Stanzen. Einmal das Wappen und dann diese, ja, Banner. Ich habe mal wieder den Namen vergessen, aber ich blende es euch ein. Und damit habe ich diese gestaltet und dass das tatsächlich schon ein bisschen her ist, merkt man daran, dass ich hier den Hintergrund, ihr erkennt es, mit einem Set gebastelt habe, was es gar nicht mehr gibt, nämlich Ghoulish Grunge. Das war im Herbst-Winter-Katalog. Aber diese Mauer ist halt sehr schön, kann man damit super gut gestalten. Das war das eine. Das andere ist so die männliche Variante, natürlich in diesen bräunlichen Tönen Savanne, Wildleder und Aquamarin, wie ich es besonders gerne mag. Und auch dazu gibt es ein passendes Stempelset, nämlich One Wild White. One Wild White. Englisch, ne? Life is a Journey, Enjoy the Ride. Das ist ein schönes Set für Männer, auch gerade Motorradfahrer. Man kann das aber auch gut für Mädchen, ne? So ein pinkes Motorrad geht immer. Das waren also die beiden, die ich euch seinerzeit zeigen wollte. Dann habe ich heute ein bisschen gespielt und dabei ist entstanden dieses, so ganz in Kupfer. Und das Designerpapier heißt, ich habe schon wieder vergessen, Muster für dich. Und da habe ich mir dieses Kupfergeprägte dazu genommen. Ansonsten ist das von den Farben ja her recht quietschig und kunterbunt, halt Muster, ne? Dezent eingesetzt funktioniert das. Ja, aber das fand ich halt ganz schön und das habe ich kombiniert. Es gibt heute mal ein bisschen Produktwissen hier. Mit einem Set aus dem Frühling-Sommer-Katalog und zwar angebracht. Und dazu gibt es die passenden Framelits, hier dieses Oval. Und da könnt ihr halt auch so Schmetterlinge oder dieses Muster, was ich habe, genommen habe, ausstanzen. Hier sind noch Sterne mit dabei und dann schimmert das so ein bisschen durch. Dazu habe ich kombiniert die Kupferfolie und unsere Schleifenstanze. Ist mal so ein bisschen eine edle Variante. Und jetzt kommen wir aber zu dem, was wir heute machen. Ich muss das mal hier ein bisschen beiseite legen. Und zwar ist das die Variante, die ich für heute vorbereitet habe. Ich quatsch schon wieder so viel, ich weiß. Aber es bastelt sich schnell nachher. Kleine Einleitung. Meine Teammädels haben einen Bloghop organisiert, wo ich mich anfangs ein bisschen rausgehalten habe, weil ich nicht wusste mit dem Lädchen und so, ob ich es tatsächlich schaffe. Nun ist ja mein Mann nicht da und ich habe nichts zu tun und komme im Lädchen auch nicht weiter, weil ich brauche ihn dazu. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal kurzerhand doch mit, erfülle meine Schuld, nämlich wie man diese Verpackung macht. Die ist nämlich nach dem gleichen Schema wie diese Verpackung oder auch diese beiden, die ich euch noch schuldig bin. Und mach mal so eine frühlingshafte Variante daraus. Schmetterlinge sind selbstredend Frühling und du bist die Beste. Muttertag ist ja auch bald und ihr könnt das gut auch kombinieren oder wenn ihr hier quasi den Namen eurer Gäste draufschreibt, könnt ihr das auch als Tischkarte und Gästegoodie für Konfirmationen, Hochzeiten,
Geburtstage, alles Mögliche als Tischdekoration, als kleines Goodie, ja, Hochzeiten habe ich, glaube ich, gesagt, ne? Vorbereiten. Hier einfach diesen Spruch durch den Namen ersetzen und schon habt ihr im Farbschema, wie ihr es gerne hättet, ein kleines Gäste-Goodie. So, und jetzt habe ich genug gesammelt. Wir gehen heute und machen eine rosa Variante. Und zwar habe ich hier Kirschblüte. Und das ist ein Papier in den Maßen 21 cm, das ist also die DIN A4 Breite, mal 14 cm. Ne? Gekürzt, ihr kriegt zwei Verpackungen aus einem DIN A4 Bogen raus. Und wir machen jetzt etwas, was ich sonst nie mache. Wir falzen nämlich erst und stempeln dann. Und legen uns einmal die kurze Seite oben an, bei 4 cm. Ihr werdet jubeln, es ist eine Zentimeteranleitung. Nehmen die Falzklinge, nicht die Schneideklinge. Falzen einmal bei 4 cm, drehen das Ganze um 90 Grad und legen die lange Seite oben an und falzen bei 6 cm, bei 10 und normalerweise würde man jetzt bei 16 und bei 20 noch einmal falzen, da aber hier die 16 sehr schwer sichtbar ist oder eigentlich gar nicht sichtbar ist, schieben wir das jetzt einmal komplett durch und machen uns hier schon mal die Klebefalz bei 1 cm. Drehen das Ganze um 180 Grad, die 1 cm Lasche liegt hier und falzen noch einmal bei 5 cm. So, die nächste Lasche müsste dann, oder die nächste Klebefalz müsste dann bei 11 cm sein. Ist sie, sag ich jetzt mal so. So, das kann beiseite. Und wie gesagt, normalerweise würde ich erst stempeln und dann falzen, weil jetzt die Stempelabdrücke natürlich in diesen Talfalten vielleicht nicht gut sichtbar sind. So, und wir arbeiten heute mit dem Stempelset oder mit einem Stempelset, was ich ganz besonders liebe, was auch echt, das sieht man meinem Stempelset auch an, das ist der Schmetterlingsgruß. Da gibt es auch noch Framelits dazu, die braucht ihr aber nicht zwingend. Ihr könnt wirklich gut damit arbeiten, es ist ein schönes Set für Hintergrundgestaltung und das zeige ich euch jetzt. Und wir fangen an mit dieser großen Blüte, da habe ich sie mir schon auf den Block gezogen und die stempeln wir in Kirschblüte auf Kirschblüte. Und damit das noch ein bisschen zarter wird, stempeln wir sie einmal ab. Und dann setzen wir sie drauf. Ach, müssen wir gar nicht. Mein Stempelkissen ist nicht mehr ganz so satt. Da müsst ihr dann halt mal gucken, wie euer so ist. Ah, jetzt ist es wieder ein bisschen satter. Es ist ein Graus. Ah, okay, wenn ich einmal abstempel, wird es tatsächlich sehr, sehr hell. Aber das ist jetzt auch kein Drama. Also es geht darum, dass ihr euch das so ein bisschen gestaltet. Hier oben müssen wir jetzt nichts weiter machen. Und dann nehmen wir uns diesen Spruch, der auch hier drin ist. Das Glück ist ein Schmetterling, jag ihm nach und er entwischt dir, setzt dich hin und er lässt sich auf deiner Schulter nieder. Von Anthony de Mello. Keine Ahnung. Schlauer Mann. Und dazu nehme ich jetzt Rosenrot, denn das möchte ich, dass das ein bisschen kräftiger zu sehen ist, dass man den Spruch vielleicht auch lesen kann, wenn man möchte. Und den setze ich mir auch wieder so verteilt. Einmal hier rüber. Ja, einmal nicht. Mehrmal, ne? Dass so ein bisschen ein Muster entsteht. Und dann nehme ich mir dieses Wabenmuster, das ist dieses, Schiefergrau und stempel mir da noch so ein bisschen die Waben dazwischen. Da müsst ihr mal gucken, wenn euch die Intensität zu stark ist, stempelt ruhig einmal ab, dann wird es halt ein bisschen zarter. So, das reicht schon. Und was nicht fehlen darf, ist dieser kleine Datums, dieser Poststempel. Den finde ich total, den Kracher, den liebe ich. So, und ratzifatzi habt ihr einen schönen Hintergrund gestaltet. Das reicht, glaube ich. Da oben kommt noch einer hin. Man muss auch aufhören können. So, und ihr seht es halt hier, hier stempelt man nicht so richtig in der Falz. Ist nicht so schlimm, weil wir inken gleich noch ein bisschen, also wir färben die Ränder ein bisschen ein. Jetzt schneiden wir die Bodenlaschen ein und diese größeren Falzlinien, also diese größeren Laschen, das seht ihr gleich, die schneide ich so ein bisschen schräg ein.
Das gibt nachher ein schönes Bild am Boden, möglichst gleichmäßig. Ihr müsst da keine Wissenschaft draus machen, aber so ein bisschen gleichmäßig darf es sein. Ups. Ich glaube, ich höre Stimmen. So, und dann habt ihr hier noch dieses Rechteck. Hier ist diese 1 cm Klebelasche. Das sieht man jetzt durch das Gestempelte schlecht und auch das schrägen wir an. Und jetzt werden alle Falzlinien gefalzt. So, das Muster macht sich doch echt schön. Das ist wie selbstgemachtes Designerpapier. Ihr könnt in eurem Farbschema bleiben. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Abreißklebeband. Also Hochzeiten oder auch Konfirmationen haben ja gerne mal so ein Farbschema. Auf diese größeren Laschen gebe ich mir von hinten noch ein bisschen Klebemittel drauf. Ihr könnt das auch mit Flüssigkleber machen. Wo war ich denn? Ach so, ja, Konfirmationen, Hochzeiten haben ja oftmals so ein Farbschema. Das könnt ihr hier natürlich gut beibehalten, ne? Und das finde ich persönlich ja immer ganz schön, wenn so die Papeterie aufeinander abgestimmt ist und dann vielleicht auch der Brautstrauß so ein bisschen farblich gut dazu passt. So. Hier schön die Falz auf die Falz. Und jetzt gucke ich, wo ist meine Naht? Hier ist meine Naht, die möchte ich hinten haben, die soll man nicht so offensichtlich sehen. Also werden erst die Seiten eingeschlagen. Die Naht ist, jetzt muss ich sie nochmal suchen, hier. Und das heißt, hier ist die Naht und das ist die Klasche, die als letztes umgeklappt wird, damit man hier diesen schönen Abschluss hat. Ich wiederhole mich, ne? Also wenn ihr mir öfter oder länger schon folgt, dann merkt ihr, dass ich mich da echt immer wiederhole. Es sind immer die gleichen Rituale, die wir hier haben. So. Und dann wird das hier schön aufeinander gesetzt. Von innen nochmal mit dem Falzbein gegen. Und wenn ihr jetzt hier oben diese beiden Laschen gegeneinander setzt, und jetzt merke ich, dass ich was vergessen habe, mit runterzunehmen. Das hole ich gleich, das merkt ihr gar nicht. Und so ist diese kleine Box schon fertig. So, und hier nehme ich mir jetzt, jetzt muss ich nochmal gucken, das ist vorne, die Crocodile, eine Lochzange. Wir haben auch Lochzangen im Sortiment. Ich arbeite halt sehr gerne mit der Crocodile, die gibt es von Stampin' Up! Leider nicht. So, ein Loch rein. Ihr dürft es auch gerne richtig mittig reinsetzen. Und wenn ich jetzt etwas außer Atem bin, liegt das daran, dass ich einmal kurz aus dem Keller nach oben gejoggt bin. Das Organza-Band. Dadurch, dass es weiß ist, passt es zu allem. So, das wird einmal durchgezogen. Die Länge bestimmt ihr, ne? Das ist so nach eurem Gutdünken. Ich werde es auch gleich noch ein bisschen kürzen. Leinenfaden, mit dem habe ich lange nicht mehr gearbeitet. Und dann wird hier das Band mit einer Schleife mit dem Leinenfaden verschlossen. Vorhin habe ich gefroren, jetzt ist mir warm. Das ist einfach ein verrückter Tag. Aber meinem Mann geht schon wieder gut und morgen habe ich ihn wieder, dann ist er wieder auf freiem Fuß. Schreck in der Morgenstunde. Also wenn ihr Autofahrer seid, ne, bitte liebe Autofahrer, achtet auf andere Verkehrsteilnehmer. Fahrradfahrer haben genauso ein Recht, am Verkehr teilzunehmen wie ihr. Und mein Mann ist wirklich kein Kamikaze-Fahrer. Ne? Also es gibt natürlich auch Radfahrer, die sind echt extrem. Radfahrer haben keine Knautschzone. Ne? So, jetzt habe ich hier ein Stück flüsterweißen Farbkarton, den extra starken, weil ich damit dieses Etikett ausstanze. Und da nehme ich noch einen Spruch aus dem Set. Danke für alles. Wie gesagt, ihr könntet jetzt auch den Namen eurer Gäste hinschreiben. Du bist die Beste, passt gut für Muttertag schon. Achso, den habe ich mir ja schon längst auf dem Stempelblock gezogen. Stempelkissen in Anthrazitgrau. So,
Das darf gerne auch richtig rum sein. Gut, ich hätte es jetzt auch ausstanzen können, das wisst ihr, ne? Aber so. Und dann nehme ich mir das dekorative Etikett, eine Etikettstanze, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die aber doch so schön ist. Und da stanze ich so aus, dass der Spruch ein bisschen weiter unten ist. Zack. Und dann brauchen wir noch unser Flattertier. Hier ist du bist die Beste. Dann stanzen wir uns aus normalem flüsterweißen Farbkarton, aus dem dünneren, einen großen Schmetterling. Der elegante Schmetterling ist das, aus. Und dann gibt es in dem Stempelset Schmetterlingsgruß hier auch noch diesen kleinen Schmetterling, der perfekt zu unserer Stanze Mini-Schmetterling passt. Und den stempel ich mir jetzt nochmal in Kirschblüte. Funktioniert das jetzt hier eigentlich mit dem Licht? Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Wenn nicht, muss ich da nochmal ein bisschen dran arbeiten. So wie ich das hier haben wollte, hat das nämlich nicht funktioniert. Ja, wird ausgestanzt. Das ist die Stanze Mini-Schmetterling. Und jetzt nehmen wir uns noch einen Glue-Dot. Hier, das sind unsere Mini-Klebepunkte. Einmal auf dem Poshi von dem kleinen Schmetterling. Damit setzen wir den auf den großen. Und das gleiche machen wir jetzt, da können wir das schon mal ein bisschen biegen. Mit dem großen. Das wird hiermit aufs Schildchen gesetzt. Und ich habe das bewusst so ein bisschen Ton in Ton gehalten, ne, dass das wirklich so einen zarten Hintergrund hat. Und jetzt kommt noch das Schild hier drauf. Und ihr werdet merken, dass diese Box so ein bisschen konisch nach innen geht. Und deswegen klebe ich die beiden Dimensionals so ein bisschen außen auf. Dann wird das nämlich so ein bisschen ausgeglichen. Ihr könnt sie auch nach innen kleben. Also so steht es tatsächlich ein bisschen mehr ab. Hier habe ich die Dimensionals hier in der Mitte geklebt und damit liegen die Seiten an der Box an. Und damit ist diese kleine Box auch schon fertig. Durch mein Gequetsche ist das hier heute natürlich ein bisschen länger geworden. Aber ich wollte euch halt auch ein bisschen paar Varianten davon zeigen. Wie gesagt, das waren so ein bisschen abwechselnd hier legen, ne? Bunte Reihe. Das sind die Varianten, die ich dazu gemacht habe. Und ihr seht, wie vielfältig diese Box ist. Also das ist auch so eine Standardbox. Zwei bekommt ihr aus dem DIN A4-Bogen. Alles tutti, alles paletti, schnell gemacht. Schöne Varianten. Und hier ist sogar der Spruch dann tatsächlich so zu lesen, dass er über dem Etikett ist. Ist ja auch nett, ne? Habe ich gut hingekriegt. Joa, Schulterklopf. Also, das war meine Idee für heute. Ich gucke mal, ob ich das Video heute noch bearbeite. Ich denke mal, wenn mein Mann morgen wieder da ist, dann werden wir am Wochenende noch viel zu bauen haben. Insofern sage ich schon mal tschüss, schönes Wochenende, schönen Sonntag. Ihr seht das Video ja erst am Sonntag. Und heute Abend ist nochmal Sammelbestellung. Denkt dran, die Celebration neigt sich dem Ende zu, geht nur noch bis zum 31.03. Und damit sage ich, bleibt gesund, bleibt kreativ, achtet auf die Radfahrer, wenn ihr Autofahrer seid. Und wenn ihr Radfahrer seid, denkt immer, Autofahrer sind auch nur Menschen, ne? Die sind morgens vielleicht noch nicht so ganz wach. Und ja, bleibt gesund, bleibt kreativ. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.